Gut. Ja, mein Name ist Thomas Zeinzinger. Ich habe einen Coworking Space und einen Inkubator gleich in der Nähe von hier. Nicht so schön und groß wie hier. Schön ist er schon, aber nicht so groß. Ich will über das Thema Blockchain reden. So, jetzt legen wir mal los. Wer hat den Ausdruck schon mal gehört? Wir hatten noch nicht gehört, ja, weil das ist gut. Okay, passt. Also leichte Mehrheit für schon gehört. Wer von euch hat Bitcoins selbst und gibt sie auch aus? Ja, okay. Gut. Also viele, die schon mal Blockchain gehört haben, wer hat Ethereum oder Ethereum schon mal gehört? Sehr wenige, passt. Gut. Dann bin ich froh, dass ich nicht irgendwie zu sehr in die Details dann reingehe. Ich schaue, dass es ja, übersichtlich heute. Aber zuerst einmal, warum wir irgendwie da stehen beim IoT-Talk. Das Thema, warum wir mittlerweile ankommen bei einer Sättigung bei Mobilgeräten. Also im Endeffekt, Apple, wie man weiß, hat ja schon verkündet, dass sie irgendwo Schwierigkeiten haben, weiterhin so dahin zu verfahren und so viele Telefone zu verkaufen. Wir erreichen langsam eine Sättigung bei den Smartphones. Und das Spannende ist jetzt im Endeffekt das nächste Thema. Und das nächste Thema geht in Richtung Internet of Things. Dort gehen die Zahlen massiv hoch. Da hat man im Endeffekt eine unglaubliche, schiere, unglaubliche Anzahl von Geräten, die man ins Internet hängen kann und auf denen man auch dann entsprechend Businessmodelle aufbauen kann. Das heißt, das, was jetzt ein Apple irgendwie die Schwierigkeiten hat, irgendwo nur ausreichend Geld zu machen, dort wird sie über das Internet of Things der nächste riesige Pool aufmachen, wo extrem viel Devices entsprechend verbunden werden können. So. Logischerweise, es gibt etliche Vorhersagen, man sagt irgendwie, dass es 20 bis 40 Mal so viele Geräte gibt, es wie Menschen auf der Welt 2020, die dann wiederum mit dem Internet verbunden sind. Man geht davon aus, dass irgendwo 5 Milliarden Leute im Endeffekt im Internet sind. Also irgendwo ist quasi bei den Leuten ist dann so langsam der Plafon erreicht, aber bei den Geräten geht dann so richtig die Post eigentlich ab. Und was heißt das logischerweise? Da wittert man das entsprechende Geld. Ja, das heißt, das ist der Bereich, wo dann alle sehr euphorisch werden und wo man irgendwie auch aus meiner Sicht im Gegensatz zu anderen Dingen da wirklich neue Werte schaffen kann. Ja, also Internet of Things ist für mich was, wo ich nicht unbedingt nur, wo es nicht nur ums Optimieren geht, wie es oft bei Industrie 4.0 besprochen wird, sondern wo eigentlich komplett neue Werte geschaffen werden können und neue Businessmodelle entstehen können. So, weil wir schon heute gehört haben, Smart Cities ist ein Beispiel von Japan. Diese Smart City wird von Panasonic gebaut. Und ja, Panasonic baut da einen kompletten Stadtteil hin, der entsprechend vernetzt ist, der entsprechend richtig fortschrittlich verbunden ist mit dem Internet. Die eine Schwierigkeit, die was ich irgendwo in den Themen sehe, ob es jetzt ein Smart Cities sind, ob das Healthcare ist oder von mir aus Automotive, ist eigentlich das Thema Sicherheit. Da, wo ich irgendwie immer so leichtes Bauchweh kriege, das ist der Bereich, wo ich dann sage, naja, will ich wirklich die Kamera von meinem Fernseher mich die ganze Zeit irgendwie beobachten haben und dann irgendwie mich belauschen lassen in meinem eigenen Haus und so weiter. Ja, also das, man kann ja dann Sachen spielen, wenn ich hergehe und sage, ich bin komplett von Panasonic ausgestattet, dann haben die irgendwo eine große Datenbank oder so und die wissen irgendwie alles, was ich irgendwie den ganzen Tag tue. Und dort wird es aus meiner Sicht eben schwierig. Das heißt, wie erhalten wir jetzt in die Privatsphäre? Wie stellen wir sicher, dass das irgendwie alles eben ein sicherer Datenpool ist und nicht irgendwie, ich sag mal, meine Gesundheitsdaten bei der Versicherung landen und die Versicherung hat irgendwie gesagt, no, du bist mal zu riskant, du zahlst jetzt einfach um 50% mehr. Oder wer speichert all diese Daten?
Ja, also wir haben vorher gehört, somit in alles bauen wir irgendwie Wi-Fi-Chips rein und dann muss ja irgendwer die Daten sammeln und der muss die speichern und wo liegen die dann? Und wer hat dann drauf Zugriff und habe ich dann drauf Zugriff? Habe ich das irgendwie unter Kontrolle oder habe ich es nicht unter Kontrolle? Irgendwo ungelöste Fragen und das ist der Punkt, wo ich jetzt auf das Thema Blockchain komme. Blockchain haben doch schon, ich sage mal, mehr als die Hälfte jetzt gehört. Ich wiederhole es jetzt so für die andere Hälfte. Die Blockchains, was in Bitcoin und in Ethereum verwendet werden, das sind verteilte Blockchains, die öffentlich einsehbar sind. Das heißt, jeder von euch kann sich den Inhalt von dieser Blockchain anschauen. Sie hat Blockchain, ja, es ist quasi eine Kette von Blöcken und die sind zeitlich quasi definiert aneinander gehängt, diese Blöcke, deswegen eben eine Blockchain und man kann sie nicht irgendwie ändern. Das heißt persistent, das heißt Bitcoin, wenn heute jetzt, das ist das gute Beispiel, wenn man jetzt hergeht und sagt, welche Transaktionen hat es in Bitcoin gegeben, dann kann ich irgendwie nachschauen, bei der ersten Transaktion 2009 kann ich sagen, okay, die hat dort stattgefunden und dann seitdem kann man im Endeffekt alles analysieren, was seitdem passiert ist. Steht alles in dieser Blockchain drin, für jeden lesbar. Die Ethereum-Blockchain ist auch so aufgebaut. Ja? So, wenn ihr jetzt da rausgeht und dann sagt, so und jetzt gebe ich mal bei Google Blockchain ein und Cryptocurrencies und ähnliches, dann wird es sehr schnell schwierig, dass man das irgendwie nur einigermaßen versteht, weil da gibt es dann sehr viele verschiedene Projekte und deswegen habe ich euch jetzt hier diese Grafik her dann und das da sind wir im unteren Bereich, sind dort diese Währungen, Kryptowährungen, vielleicht für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, es gibt hunderte von diesen Kryptowährungen. Ja, wenn man möchte, kann man sich eine eigene Währung schaffen. Ja, ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig oder so, aber prinzipiell kann sich ja jeder seine eigene Währung machen. Daraus gibt es dann Ableitungen, die sich in erster Linie um Asset Management kümmern, das heißt, diese Funktionalität der Blockchain, da kann ich dann im Endeffekt genauso sagen, ich bilde drinnen irgendwie einen Besitz in irgendeiner Form ab. Und dann komme ich einfach zu den Application Stack und das ist irgendwo so das Spannende, warum ich eigentlich an dem Thema so interessiert bin und warum es mir irgendwie so, warum es mir auch mit IoT oder so in Verbindung bringt. Und da gibt es dann vier hauptsächliche Projekte, Codeus, Ethereum, Eris und NXT und Eris ist ein Ableger von Ethereum und Ethereum ist im Endeffekt das umfangreichste von diesen Blockchain-Lösungen, die eine besondere Funktionalität zusätzlich zu einer Kryptowährung mit dabei haben. Das heißt, dort bei Ethereum hat man die Möglichkeit geschaffen, dass man Programmcode in dieser Blockchain abspeichert, der dann automatisch ausführbar ist. Das heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit zu zahlen, sondern ich kann was programmieren. Das Ganze ist als Smart Contract in dieser Blockchain gespeichert. Es kann keiner mehr ändern. Und dann führe ich diesen Smart Contract auf dieser Blockchain aus. Das muss aber jetzt kein Mensch sein, das kann eine Maschine sein. Und da kann auch eine Maschine mit einer Maschine interagieren. Da kann im Endeffekt eine Maschine für den Service einer anderen Maschine die bezahlen. Da kann im Endeffekt ein selbstfahrendes Auto automatisch tanken und selbst die Preise verhandeln über diese Contracts. Also da in die Richtung kann man denken, ist heute noch nicht umgesetzt. Das sind aber die Dinge, die man mehr oder weniger jetzt anfängt zu entwickeln, einfach als Gedankenkonstrukt. Ja, manche, die irgendwie in dem Space unterwegs sind, die witzeln dann und sagen, und am Schluss kommt Skynet. Ja. Natürlich ist die Gefahr da, ja, aber im Endeffekt, die Technologie lässt auf einmal Interaktionen von Menschen mit Dingen, Dingen mit Dingen zu, die vorher so in der Form nicht machbar waren. Dass immer irgendwen zwischendrin braucht.
So, Ethereum hat eine Währung, die heißt Ether und bildet das Framework. Dann gibt es aber noch zwei weitere Sachen, die heißen Swarm und Whisper. Und Swarm ist im Endeffekt eine Datenspeichermöglichkeit. Und Whisper ist im Endeffekt eine sichere Peer-to-Peer-Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, ich kann dann oder Maschinen können miteinander im Endeffekt über einen Secure Channel miteinander kommunizieren und Daten können entsprechend verteilt, gespeichert, abgelegt werden. Das heißt, ich habe nichts mehr lokal liegen, sondern es wird rundherum gespeichert, abgelegt. So, und weil ich ja gesagt habe, ups. Dass Ethereum entsprechend revolutionär ist. How will the internet work in the future? It will use Ethereum. Ethereum is a planetary scale computer powered by blockchain technology. Applications built on Ethereum run exactly as programmed, without any possibility of downtime, censorship, or third-party interference. Ethereum is the secure backbone for everything from e-commerce to the Internet of Things, enabling transparent governance for communities and businesses while keeping user communication secure. Mix, the Ethereum IDE, makes it easy to develop, debug, and deploy your applications, while building UIs is done using your existing web development skills, tools, and favorite frameworks. Ethereum handles user authentication and secure payments for you, as well as messaging and even decentralized storage. And there's no need to sign up or pay for servers to host your applications, as Ethereum is the world's first zero infrastructure platform, allowing your users to regain control over the management of their own funds and personal data. Join the many already developing on Ethereum. So, gut. Jetzt weiß ja jeder, was Ethereum ist, oder? Ich warte noch auf die Fragen nachher. So, was kann man damit machen? Generell mit Blockchain-Technologie kann man unglaublich viel machen. Wir reden zwar jetzt hier über Internet of Things, aber im Endeffekt kann man Gambling machen, man kann im Endeffekt eine Treuhand abbilden, ohne dass man einen Treuhänder braucht. Man kann im Endeffekt sich vorstellen, dass man eine Bank nicht mehr braucht, dass man keine Versicherung mehr braucht, dass im Endeffekt die Daten, die von mir aus die, was bei Elga irgendwo auf verschiedenen Servern rumliegen, dass die verteilt irgendwo liegen und ich kann nur darauf zugreifen oder dass irgendwie mit mehreren Leuten zusammen nur auf meine Daten zugriffen werden kann. Ihr könnt Crowdfunding komplett automatisieren. Ja, also ich brauche keine Crowdfunding-Plattform mehr, sondern die Plattform ist komplett dezentralisiert. Es gibt seit kurzem auch von einem Österreicher programmiert eine Wechselmöglichkeit, eine wie heißt Bitshares. Im Endeffekt, wenn ich Bitcoin habe und die verkaufen möchte, dann kann ich dann suche ich mir jemanden, der was das kaufen möchte. Und diese Plattform selbst ist komplett dezentralisiert. Das heißt, da gibt es nirgends mehr einen zentralen Server, sondern die ist auch selbst komplett verteilt. So, was haben wir da nur? Das ganze Bankenwesen ist extrem stark auf dem Thema drauf, kann man sich vorstellen. So in den letzten Jahren sind da im Bankensystem circa 1 Milliarde investiert worden. Und es nimmt massiv irgendwie noch zu, was an Geldzustrom da ist in dem Bereich. Internet of Things nimmt gerade erst Fahrt auf, weil im Endeffekt die Programmierbarkeit einer Blockchain, die gibt es erst seit, ich sage mal, Mitte letzten Jahres. Vorher oder in, ich sage mal, in einer fortgeschrittenen Form gibt es erst seit Mitte letzten Jahres und das ist quasi eben Ethereum ist da so der bekannteste Name in dem Bereich. So, auf der linken Seite seht ihr ein Bild vom Christoph von der Firma Slockit. Die Firma Slockit hat ein Schloss gebaut. Das Schloss lässt sich mieten und man zahlt es quasi über die Blockchain.
Und dann kann ich hergehen und sagen, ich gehe dann hin zum Schloss und ich sperre mir das Schloss auf. So, jetzt könnte man sagen, das kann Nuki auch, aber Nuki macht es nicht über die Blockchain. Ja, das heißt, hier ist es so, dass im Endeffekt das Ganze in der Blockchain ist definiert oder ist abgespeichert, dass ich jetzt von mir aus diese Ferienwohnung die nächste Woche oder so, dass ich da reingehen kann. Und wenn ich dann dort bin, drücke ich beim Handy drauf und das Schloss sperrt man entsprechend auf. Und das Ausschlaggebende da ist, ich habe einen Vertrag mit dem Schloss, nicht mit dem Eigentümer des Schlosses, sondern ich zahle das Schloss, dass ich dort rein darf. So, ich werde euch noch einen Film zeigen vom Blockcharge, das kommt vom selben Team. Da geht es um die Lademöglichkeit. Das heißt, da geht es in die Richtung, dass im Endeffekt Dinge eben selbst den Stromtarif aushandeln können und quasi sich laden können und selbst bezahlen können. Vielleicht sollte ich eins nur dazu sagen, Slockit hat eine sogenannte DAO programmiert. Das ist eine dezentrale, autonome Organisation auf der Blockchain, die gerade als Art Fonds funktioniert, wo die Leute entsprechend Geld einzahlen für Projekte auf Blockchain-Basis. Und jetzt hört euch an, aktuell, die sammeln nach wie vor Geld ein, aktuell sind wir bei, ich habe gerade vorgeschaut, bei knapp über 50 Millionen US-Dollar, was dort seit, weiß ich nicht, 10 Tagen oder so eingesammelt worden sind. Also einen Geldzufluss oder so hat das Ding, das ist unglaublich. Und es läuft dann nur 2 Wochen, es wird aber dann teurer. So, aber ich zeige jetzt einfach ganz kurz vom Blockcharge. Hi, we are Blockcharge and we will pave the way for the future electrification of mobility in societies around the world. We are starting by revolutionizing charging of electric vehicles. In 2050, 66% of the world population will live in cities. But already today, there are big polluted megacities. The growing number of gas-powered vehicles is destroying our cities. For this reason, several countries are committed to deliver on electric vehicle deployment targets, signaling their long-term commitment to vehicle electrification and improving quality of life. Putting all these countries together, we expect to see 24 million electric vehicles on the street by 2020. Yet in 2016, the worldwide total number of electric vehicles is still well under a million. The current usage of electric vehicles is hampered by a lack of charging infrastructure, too many types of charging contracts, no interoperability, poor transparency, no simple contractless charging. Based on our research gathered from all over the world, we identified a huge need and market for an affordable and seamless charging infrastructure. We want to see a fuel electrification infrastructure which is flexible, secure and scalable, enabling sustainable mobility and logistics in large cities. And this is where Blockcharge comes in. Blockcharge is a blockchain-based peer-to-peer charging technology that consists of 3 main elements. First, the smart plug, the charging station of Blockcharge. The smart plug has a small but powerful computer chip inside, controlling who is authorized to use it. It's incredibly simple to install and is used like a normal plug. Second, the Blockcharge app. It authorizes the customer to use a smart plug with no middleman and visualizes the charging process. Third, the blockchain. A cryptographically secured, decentralized system that manages and records all of the payment and charging data. We use blockchain technology to build up a contractless payment system, providing a seamless user experience alongside a fully transparent and safe payment process to the customer. With a combination of these 3 main elements, we'll offer a fully automated worldwide authentication, charging and billing solution with no middleman. Just look at how Blockcharge will revolutionize the way we use electric vehicles. With Blockcharge, you will no longer have to search for charging stations. Blockcharge will be everywhere where you'd expect a normal plug. No matter where you're driving, to the office, the mall, or the health club, simply connect your car to the smart plug and activate it using your app. Just one click and the fueling process starts. Your app negotiates the best price and manages the payment process automatically using blockchain technology. Everything is visualized transparently within the app. Our business model is simple, a one-time purchase of the smart plug and a microtransaction fee for each charging process.
In the future, the combination of block charge and induction charging will be completely seamless. When standing at the traffic lights, your vehicle connects and authorizes itself to the inductive charge pole under the road. It negotiates the best price on your behalf, starts the charging process automatically and completes the payment process seamlessly. Very soon, block charge technology will be used for any kind of vehicles, including drones. These drones will authorize themselves, recharge and pay automatically, flying away to deliver your precious goods. Block charge. The future will be decentralized. So. Gut, was sagt IBM dazu? Aus Sicht IBM ist das Thema IoT ganz massiv von Blockchain-Technologie entsprechend getragen. IBM hat zusammen mit Samsung auch ein sehr anschauliches Projekt gefahren, wo sie das auch quasi umgesetzt haben. Aber prinzipiell sieht IBM genau in dieser Technologie eigentlich eine Durchbruchstechnologie. So, wenn das jetzt mehr interessiert, der kann sich noch ein paar Tickets sichern. Wir haben morgen am Abend im Lab 10 ein kleines Meeting von Leuten, die sich besonders für das Thema interessieren. Und ja, freue mich auf die Fragen. Dankeschön. Ja, danke Thomas für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr weit weg von dem Thema, aber man hört es halt in letzter Zeit auch, sage ich mal, im Kontext der Softwareentwicklung. Da fällt mir gleich die erste Frage ein, wenn ich jetzt Entwickler bin, ja, wie geht's los? Wie fange ich an? Also optimal ist das, wenn du dich mit der Programmiersprache für Smart Contracts auseinandersetzt. Da gibt es eine eigene Sprache in Ethereum, die heißt Solidity. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt ein Solidity lernst oder so, dann brauchst du nichts anderes mehr programmieren. Okay. Und das heißt, in Zukunft ist es wirklich vorstellbar, dass man sagt, okay, man fährt mit dem Fahrzeug irgendwo hin, ja, und dann zahlt man schon. Ich gehe davon aus, dass die Fahrzeuge ohne uns fahren. Wir sie einfach rufen. Wenn die Batterie leer ist, fährt das Fahrzeug in irgendeine Tiefgarage, wo eine Lademöglichkeit ist, tankt sich wieder auf und kommt, fährt dann wieder raus, wenn irgendwer Bedarf ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir in Zukunft Autos fahren. Ja, mal angenommen, die Ladestation hat einen Defekt. Das heißt, ich muss mich jetzt direkt mit der Ladestation, die ja keine Rechtsidentität hat, quasi prozessieren. Ich habe keine Anzeige gestellt, wo ich jetzt quasi mein Geld wieder zurückfordern kann. Du meinst das Auto? Nein, für die Ladung. Ich zahle für die Ladung funktioniert nicht. Du zahlst nicht, das Auto zahlt. Ja. Das Auto zahlt, nicht du. Das Auto muss nicht unbedingt von dir besessen sein. Ja, du sagst, ja. Also du musst es nicht besitzen. Ja. Das Auto kann sich selbst besitzen. Ganz extrem gedacht, ja natürlich. Und natürlich, und ich gebe da recht, das Thema Rechtssicherheit ist komplett ungeklärt. Da werden sie ganz viele Fragen auftun. Und dann die wird man arbeiten müssen. Also, ja, ist schon recht, ist schon passender Punkt. Ja. Absolut. Ja, das heißt, dann wird es in Zukunft wahrscheinlich Anwälte für Fahrzeuge geben. Also, es wird ganz sicher Anwälte geben müssen, die sich mit dem Thema Smart Contracts auseinandersetzen. Weil du musst das Geschriebene für jeden Lesbare in Code umsetzen. Aber es gibt Projekte, wo man schon hergeht und eigentlich Geschriebenes in direkt Code umsetzt. Ja, das heißt, da entstehen gerade Tools, dass du was schreibst, das was quasi rechtlich verbindlich ist und das Ganze aber eins zu eins in Code umgesetzt wird, in der Blockchain gespeichert wird und damit quasi das ein und dasselbe ist. Das eine ist lesbar, gut lesbar, das andere ist ein durchaus lesbarer Maschinencode und kann von Maschinen gelesen werden, aber da entstehen gerade erst die Tools. Man muss ja wahrscheinlich genug Leute haben, die an der Blockchain arbeiten. Was ist da dann der Anreiz? Ist das so wie bei Bitcoin, dass sie quasi Währung dafür kriegt, dass sie an der Blockchain quasi arbeite? Also die, wenn du dir vorstellst, so ein Vertrag, ja, so ein Vertrag, wenn er ausgeführt wird,
dann, also wenn zum Beispiel jetzt von mir aus das Auto automatisch tankt oder die Drohne automatisch tankt, dann kann für das Ausführen des Vertrages können verschiedene quasi Provisionen fließen. Das heißt, wenn du den Vertrag erstellt hast, dann kann es sein, dass du eben von mir aus 1% des quasi umgesetzten Wertes in dem Bereich für das kriegst, dass eben dein Vertrag verwendet wird. Ich meine eher, was die anderen davon haben, die ja auch die Blockchain abarbeiten müssen, von einem Vertrag, der nicht sie selber betrifft, damit es dezentral bleibt quasi. Du meinst jetzt die quasi Miner oder eben die die es so gibt in so einem Netzwerk. Genau. Ja, also du hast ja die Währung Ether und die Währung muss auch so wie bei Bitcoin gemeint werden. Und da gibt es quasi auch ein entsprechendes Bonusmodell, so wie bei Bitcoin. Das heißt, du kannst auch damit Geld verdienen. Das heißt, man kann in dieser Blockchain jetzt an diese Währung abbilden und diese Verträge, also das sind in Wirklichkeit einfach nur irgendeine Dienstleistung und die kostet dann keine Währung und das ist irgendwie in einem Vertrag, ist ein Kontrakt abgebildet. Ja. Kann man da sonst noch andere Sachen auch abbilden in diesem Framework oder ist das jetzt nur diese Sachen? Geht das jetzt noch nicht weit genug, oder? Den Besitz von Dienstleistungen oder Objekten, die ihr anbieten könnt, könnt ihr auch quasi irgendwo abbilden und dann könnt ihr dann somit sicherstellen, dass jetzt dann, wenn ich dorthin fahre oder dorthin gehe physisch, oder mein Auto dorthin gehe, ist ja wurscht jetzt was, dass es dort dieses Objekt dann finden wird, oder diese Dienstleistung dann finden wird, so quasi rechtlich abgesichert oder, weil wir gerade das Thema Recht gehabt haben, auf jeden Fall irgendwie kryptografisch abgesichert, dass ich das dort finden werde. Also den Use Case kann ich jetzt nicht noch, aber du könntest im Endeffekt Besitztümer abbilden, ganz normal. Also quasi wenn du sagst, das Grundbuch könntest du komplett auf der Blockchain abbilden. Das Firmenbuch könntest du komplett auf der Blockchain abbilden. Und wenn du das jetzt eben auf einer Public Blockchain hast, wo jeder hinschauen kann, dann könnten alle, die irgendwie Informationen aus einem Firmenbuch zum Beispiel brauchen, könnten die direkt aus der Blockchain abgreifen. Ja, damit könnten im Endeffekt solche ich sag mal, aufwendigen Administrationsprozesse, die man irgendwo in einem Land, in einer Gemeinde oder sonst, oder du könntest da das Budget komplett abbilden. Ja, du könntest hergehen und sagen, das Grazer Stadtbudget ist völlig transparent, alles, was sie irgendwie an Euros ausgeben, sieht man ganz genau, wo sie hingehen. Ja. Und du könntest, abbilden, wer jetzt irgendwie, eine entsprechend finanzielle Unterstützung kriegt. Wer irgendwie, wer von mir aus eine Förderung kriegt. Ja, wo Förderungsköpfe hingehen. Geht alles. Ja, also dass das technisch möglich ist, in einer Blockchain, ist mir klar, die Frage war jetzt eher, ob das in dem Framework auch abbildbar ist oder ob man da wieder anderes bringt. Okay, danke. Ja, das war ein Bitte. Absolut. Also es ist sicher das umfangreichste Framework.